Grüß Gott und hallo, ich bin Dr. Christoph Metzler, ich bin niedergelassener Kinder- und Jugendarzt. Hier in meinen Räumen begrüße ich Sie heute zu der Fragestellung, wie groß wird denn mein Kind? Tatsächlich wird das immer wieder in der Sprechstunde gefragt und es gibt da eine relativ einfache Antwort darauf. Ich gehe davon aus, das Kind und die Familie ist gesund und da gibt es eine entsprechende Berechnungsmöglichkeit, die erläutere ich in diesem Video. Und zwar geht es um die sogenannte familiäre Zielgröße. Diese familiäre Zielgröße berechnet sich nach einer ganz bestimmten Formel. Und zwar hängt es ab von der Größe des Vaters und der Mutter. Ich nehme ein Beispiel. Der Vater ist 1,80 Meter, die Mutter ist 1,60 Meter. Diese beiden Zahlen werden addiert, zusammengezählt und dann durch 2 geteilt und dann haben wir den Mittelwert und der ist 170. Handelt es sich jetzt bei dem Kind um einen Jungen, dann wird zu diesen 170 der Wert von 6,5 cm hinzugezählt. Dann haben wir also für den Jungen eine Zielgröße von 1,76 m und bei einem Mädchen werden diese 6,5 cm abgezogen. Also würde dieses Kind dann 1,63,5 cm werden, dieses Mädchen, wenn wir mit einem Mittelwert rechnen. Jetzt ist das eine ungefähre Größe, die eine gewisse Fehlerbreite hat und die wird ausgeglichen durch die Zahlen 8,5 cm, die man dazuzählt und abzieht. Klingt etwas kompliziert, ist es de facto nicht, weil der Junge, der 1,76 m als Endgröße ausgerechnet bekommt, landet zwischen 1,84,5 und 1,67,5, wenn man diese 8,5 cm jeweils mit berücksichtigt. Sie sehen, man kann es also doch nicht so genau festlegen, aber ungefähr. Das Gleiche gilt natürlich auch für das Mädchen. Wie gesagt, das ist eine Berechnungsmöglichkeit, die jeder anstellen kann. Da brauchen Sie keinen Arzt fragen, das wissen Sie jetzt nach dem Anschauen dieses Videos. Es gibt natürlich eine Fülle von Gründen, warum das nicht so stimmen wird. Lassen Sie Kinder eine bestimmte Krankheit bekommen, die sie in der Entwicklung zurückwerfen, dann macht sich das auch natürlich in der Endgröße bemerkbar. Und dann gibt es Probleme mit dem Wachstumshormon, die ebenfalls die Wachstumsgeschwindigkeit und damit die Endgröße entsprechend bestimmen. Das sind spezielle Bereiche, vielleicht mache ich darüber auch mal ein Video. Aber jetzt können Sie mit dieser einfachen Formel berechnen. Jetzt werde ich manchmal in der Sprechstunde von besorgten Eltern gefragt, ja, wie groß ist denn mein Kind im Moment? Beziehungsweise sie machen sich Sorgen, dass es etwas zu klein ist oder zu groß ist. Und da gibt es die Möglichkeit, über die sogenannte Perzentilenkurve, hier sehen Sie so eine, in diesem Fall für Jungs, das gibt es auch für Mädchen, die können Sie aus dem Internet problemlos runterladen. Und dann können Sie über dieses Koordinatensystem, und dafür haben Sie es früher im Rechenunterricht in der Mathematik gelernt, da können Sie jetzt selbst eintragen, die aktuelle Situation. Einfach vom Alter her ausgehend nach oben fahren und bei der richtigen Größenlinie dann eintragen. Und befindet sich dieses Kreuzchen, was Sie da machen, zwischen den beiden äußersten Linien, dann ist Ihr Kind im Normbereich, aber halt entsprechend auf der Mitte oder darüber, dann ist es größer als der Altersdurchschnitt in diesem Moment oder darunter, dann ist es niedriger. Das ist eine Momentaufnahme. Sie sagt noch nichts darüber aus, wie es dann später ausschauen wird. Das hängt von vielen anderen Faktoren ab. Aber auf diese Weise können Sie zumindest mal Ihre Sorge entweder bestätigen, was dann zum Arzt führt, um das zu besprechen, oder aber ausräumen, ob irgendetwas mit der Größenentwicklung Ihres Kindes nicht stimmt. Keine Panik bei Noroviren-Alarm. Wie komme ich auf so ein Thema? Meine Helferinnen haben mich gebeten, das zu machen, weil sie diese Panik spüren, wenn Eltern anrufen, es sind Noroviren im Kindergarten oder in der Tagesstätte oder in der Schule. Es ist so, dass Panik in einem solchen Fall aber schon über